20 Jahre Special Olympics Liechtenstein. Zu dieser Erfolgsgeschichte hat von Anfang an auch die Radabteilung einen großen Beitrag geleistet. Sobald sich der Winter verabschiedet hat, treffen sich die velobegeisterten Specials in Scharnwald zum Training. Los geht's mit Aufwärmen. Also ich bin schon seit 2001, seit Anfang an bin ich schon dabei bei Special Olympics. Ich mache Radfahren, Skifahren, Schwimmen, Langlaufen und Konditionstraining. Ich war schon bei vielen Wettkämpfen dabei. Also ich bin bei Special Olympics seit 2009. Ich mache nicht nur Rad, ich mache Schwimmen und Langlauf. Also Wintersaison ist Langlauf und wenn Langlauf vorbei ist, geht zum Rad und Schwimmen ist eigentlich das ganze Jahr. Radfahrer, Schwimmer, bin sie, erste Mal. Joggen? Joggen, ja. Das ist meine erste Saison. Ich habe im Winter angefangen mit dem Langlauf und jetzt im Sommer etwas machen wollen und darum jetzt die erste Saison dabei. Die Tour führt diesmal wie so oft zu Beginn der Saison zum Sportpark Eschenmauren, denn dort können die Special Olympics auf einem Parcours ihre Geschicklichkeit auf dem Velo trainieren. Also wir treffen uns alle dort zuerst beim Depot im Schaanwald. Und dann machen wir zuerst alle im Kreis ein bisschen Aufwärmübung, schauen, dass alle ein bisschen warm sind. Und dann ist es je nachdem unterschiedlich. Dann machen wir entweder so eine Art wie heute, eine Art Parcours, fahren hierher, vom Schaanwald eigentlich bis zum nächsten Sportplatz. Manchmal gehen wir auf freie Gefahren, dann hat jeder sein Grübchen, ob mit den Athleten, je nachdem, wie gut dass sie sind oder was für eine Schwierigkeitsstufe, dass sie schon meistern können, gehen mit ihnen Gefahren. Und am Schluss ist immer noch wichtig, dass man wieder als Gruppe zusammenkommt, da wir immer noch ausdehnen. Bei uns sind etwa 15 bis 20 Athleten immer im Training. Und nachher gehen wir in verschiedenen Gruppen Velo fahren und vielfach gehen wir hier auf den Sportplatz. Wir haben Geschichtlichkeitssachen und zum Schluss noch ein paar Rennen. Und, so, ja. Und dann gehen wir wieder retour, dann die Veloversorgung und dann gehen wir noch dienen. Und machen das Abschlussritual von uns. Also die Abteilung Rad, die ist eine der ersten Sportarten, die wir hier im Land gemacht haben. Einerseits war es für viele Athleten ganz wichtig, die schon Radfahren können, dass sie Sicherheit trainieren können. Also, es gibt immer wieder, wie verhaltet man sich in der Gruppe, wie verhaltet man sich auf der Straße, was sind die Regeln. Also Sicherheit und es gibt einfach auch die Möglichkeit, zum Beispiel für Familien miteinander Ausflüge zu machen. Das ist so eine Lifetime-Sportart, wenn man Radfahren kann, ermöglicht es einfach weite Feld. Und dann haben wir das andere auch einige Kinder, die bei uns Radfahren gelernt haben, die Eltern probiert haben und es hat nicht geklappt. Und irgendwo in dem Setting hier bei Special Olympics, es sind Trainer da, es sind andere Kinder da, ist es dann ein bisschen schneller gegangen. Wir hatten noch Kinder, die 2 Jahre gebraucht haben, bis sie es können haben, aber andere haben es eben schon nach 2 Stunden können. Und das, denke mir, ist eine riesige Erleichterung für Familien. Also, wenn sie nachher einfach mit der Familie, mit dem Kind was unternehmen kann. Und das andere ist natürlich auch, dass wir Athleten, die ambitioniert sind, natürlich die Möglichkeit geben, an Wettkämpfen teilzunehmen. Es ist die Entwicklung. Es kommt natürlich immer wieder neu dazu, oder? Und natürlich muss man immer wieder auch ein bisschen von vorne wieder anfangen. Aber die Entwicklung, für mich ist eigentlich die Entwicklung das, in Bezug zu den Leuten, die man hat. Und es ist eigentlich das Tolle bei Special Olympics. Der athletische Fortschritt ist bei der Einzelnen grösser, bei den anderen weniger gross. Aber es ist nicht nur im Vordergrund. Ich glaube, das Zwischenmenschliche ist da. Also wir sind natürlich immer auf dem Fahrradweg unterwegs. Und wenn wir die Strasse kreuzen, dann schauen wir natürlich alle miteinander. Ein Trainer geht vor. Einer ist ganz am Schluss und einer ist noch in der Mitte drin. Und dann lassen wir die Athleten über die Straße, je nachdem, wie sie befahren. Das Tolle ist natürlich hier zu Eschen, oder im Murenried, da sind wir viele auf dem Feldweg unterwegs. Also von dort her
haben wir eigentlich wenig Strassenverkehr natürlich. Aber wie gesagt, wir machen natürlich auch andere Touren und ja, geht gut. Bis jetzt ist noch nichts passiert und wir schauen auch gut drauf. Ja, es ist natürlich, das merkt man heute auch, es gibt immer mehr Verkehr. Also vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren war es noch ganz anders gewesen. Aber heute kann man eigentlich mit Kindern oder eben Leuten, die nicht so geschickt sind, in einer grossen Gruppe, ist es schon eine Herausforderung, im Strassenverkehr zu fahren. Das muss man so sagen. Es ist schon für uns eine Herausforderung, weil es ist eigentlich ein schade. Autofahren hat man das Gefühl, man immer ein aggressiver und jeder hat weniger Zeit und man nimmt keine Rücksicht. Das ist eigentlich total schade. Also es merke ich, ich fahre noch viel Rad, aber es merke ich schon stark. Ja. Und gerade wenn man mit ihnen auf Weg ist, dann sollten alle Verständnis haben, dass man von Rücksicht nehmen muss. Wenn wir auf die Hauptstrasse gehen, dann fahren wir eher kurze Strecken auf der Hauptstrasse. Und sonst sind wir eher auf der Feldstrasse auf Weg, wo es nicht so viele Autos auf Weg sind. Saisonstart schauen wir natürlich, dass die Athleten auch wieder, dass sie ein bisschen trittlich kommen, dass sie wieder richtig bremsen, dass sie beim Anfahren nicht einen so hohen Gang drin haben, dass sie es leichter haben. Ja, und so machen wir natürlich das immer wieder trainieren. Aber wenn sie es dann einmal zwei, drei Mal im Training gemacht haben, dann geht es eigentlich immer gut. Also geht es sehr gut. Und ja, so läuft dann, machen wir unsere Tour. Machen auch immer wieder verschiedene Übungen zwischendrin. Aber so wirklich das Training mit Bremsen, Starten, Geschicklichkeit, es ist meistens Anfangssaison. Ja, Geschicklichkeit, Absteigen, wie man am besten, wenn man einen Wettkampf macht, wie man da am besten startet. Und so. Wir machen verschiedene Sachen. Sie machen immer wieder Fortschritte. Wir haben von Anfänger bis ganz gute. Und da haben wir auch so unterschiedliche Einteile in der Gruppe. Und sie machen, die anderen machen ganz grosse Fortschritte in der Saison und die anderen einfach kleinere. Aber es macht jeder Fortschritt. Es wird immer besser beim Radfahren. Es sind verschiedene Gruppen beim Radfahren, schwächere und stärkere Gruppen. Je nach Stärke. Und, ja. Ja, ich glaube, das Problem ist einfach beim Radfahren, dass man eine kleine Routine überkommt. Dass es, also die Abläufe auch von der Technik her einfach automatisiert werden. Und das kann man schon üben, indem man halt so kleine Übungen macht, wo man Sachen wiederholt, dass es dann automatisiert ist. Schalten oder Bremsen, das ist etwas, wo man immer sagt, du musst jetzt schalten, du musst jetzt bremsen. Und das heißt, dass man mit Übungen kann man es wie automatisieren und das, glaube ich, bringt extrem viel, dass sie es einfach selber merken. Also ist es, was mir am meisten aufgefallen ist. Aber was ich jetzt einfach geschaut habe am Anfang, dass sie halt so in der Gruppe fahren, mit dem Windschatten, dass es einfach auch mehr Abwechslung ins Training kommt, dass es nicht nur eine Strecke fährt, sondern ein bisschen in den Wald geht, ein bisschen Hindernis fährt, was sie jetzt so da machen mit so einem Geschicklichkeitsparcours. Das bringt eigentlich fast am meisten, dass sie sich auch sicher fühlen auf dem Rad. Und nachher, wenn es dann ums Rennen fahren und ums Schnellfahren geht, klar, dann kann auch noch Sachen ausspielen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sicher sind, dass sie auch nicht stürzen. Oder? Das ist eigentlich das Erste. Die Verbindung ist eigentlich gestanden über das Kriterium vom 1. Mai. Also wir vom RV Mura organisieren es ja 44 Mal, ist es jetzt schon gewesen. Und im 2017 haben wir dann die Anfrage bekommen, ob wir nicht im Rahmen vom 1. Mai Rennen ein Special Olympics Rennen machen wollen. Und wir haben eigentlich gefunden, das ist ein super Input, das ist etwas Freshes für unser Event. Und haben dann zugesehen und dann hat es stattgefunden. Und es war eigentlich ein rechter Erfolg. Also es hat den Zuschauern gut gefallen, es hat den Athleten gut gefallen, eigentlich alle haben Spass gehabt. Und weil sie halt mit so einem Engagement und so einer Freude dabei sind. Und man muss eigentlich gar nicht viel machen und sie freuen sich einfach. Es ist schön, es gibt eigentlich meistens zurück. Oder? Also wir suchen immer noch Kooperationen. Es ist für uns einfach wichtig, wir wollen mit unseren Sportlern dort sein, wo der Sport stattfindet. Und Mura Radkriterium ist so ein Anlass, wo das ganze Dorf vor Ort ist. Von Kind bis Erwachsene. Und wir haben das Gefühl gehabt, dort passen wir gut rein und haben dort mal angeklopft und gefragt, ob das möglich ist. Und das erste Mal ist so gesehen, ja, wir schauen mal. Und das zweite Mal begeistert und das dritte Mal, es ist ein Mordsgaud, es ist so toll, wenn habt ihr Training, ich komme und gebe euch mal ein paar Trainings. Also das ist genau das, was wir sagen, das ist so der Weg zur Inklusion. Wir machen den Sport dort, wo es alle anderen machen. Es entsteht ein riesiges Verständnis und die Gesellschaft wächst immer. Ja, also wir sind auch bei Wettkämpfen dabei, beim Radfahren und
Ja, also einmal bin ich 7,5 Kilometer gefahren und 15 Kilometer. Ich bin auch beim Athletengremium dabei. Ich immer einmal im Monat, dann sitzen wir zusammen und machen verschiedene Sachen. Also wenn man schon mal dabei ist bei einem Wettkampf, dann sieht man, was für Motivation die Athleten mitbringen. Und, oder Ehrgeiz, was sie dann bei den Rennen haben. Und, also es ist unglaublich, wenn man dann sieht, wenn sie starten und vor allem auch bei einem Siegerehrung dabei ist, also, dann sieht man schon, dass sie schon gewinnen wollen. Und wenn sie nicht gewinnen, sind sie in der Regel meistens so glücklich. Und das ist, man muss es erlebt haben. Das ist wirklich eine tolle Sache. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich glaube, also die meisten Trainer, die natürlich auch dabei sind, kennen die Athleten schon jahrelang. Und man weiß also die Eigenschaften, die die Athleten mittlerweile haben. Man muss jeder ein bisschen anders anpacken, aber wenn man andere Menschen auch anders anpacken muss. Also je nachdem, wie jemand hier drauf ist, man hat natürlich auch schlechte Tage, gute Tage. Und das machen wir so nicht. Wenn man schon am besten geht, das einfach mit Freude, mit Motivation, mit Enthusiasmus. Und dann bringen wir die immer ein bisschen auch zum Bewegen. Und es ist ja das, was eigentlich das Wichtigste ist, Spass hat zu immer, als Team zu immer zu sein. Die erfolgreiche Sportlerin Julia ist durch ihren Bruder Simon als Trainerin zu Special Olympics gekommen. Auf dem Tandem kann er auch jetzt noch mittrainieren, nachdem sein Sehvermögen in den vergangenen Jahren stark nachgelassen hat. Also ich hoffe schon, dass er glücklich ist. Nein, es ist eigentlich auch der Grund, natürlich der Hauptgrund, wieso dass ich eigentlich zu Special Olympics gegangen bin. Ja, im Langlauf fahre ich mit ihm zusammen. Und ja, jetzt im Velofahren ist er mit einem anderen Partner dabei. Aber es ist schön, natürlich Zeit mit dem Bruder zu verbringen und Zeit mit anderen Athleten zu verbringen. Es gibt ihm sehr viel zurück. Ja. Genau, also Simon ist ein 82er Jahrgang und er fährt, also ist schon lange bei Special Olympics dabei. Er macht drei Sportarten, Langlauf, Schwimmen und Radfahren. Und in den letzten Jahren ist er erblindet, also er sieht sozusagen nichts mehr. Und darum jetzt auch im Tandem unterwegs und braucht eine 1:1 Betreuung, also in jeder Sportart, wo er ist. Und das ist natürlich nicht selbstverständlich und wahnsinnig schön, dass er trotzdem weiterhin bei Special Olympics dabei sein darf und man ihm die Unterstützung gibt. Der Simon war schon immer einer, der sich gerne bewegt hat. Von klein auf auch. Ich als gleich. Darum treffen wir uns da relativ gut. Und ich glaube schon, dass er, durch das, dass er sehr viel Sport macht, davon gesundheitlich immer sehr gut unterwegs ist. Also er ist eigentlich selten krank. Er hat ein sehr gutes Immunsystem, ja. Fantastisch, wenn er noch Medaillen mit home bringt. Und so ist natürlich der ganze Anlass super schön immer, ja. Wettkämpfe ist immer wie bei Special Olympics. Es gibt die Gruppeneinteilung, das Divisioning. Immer 8 gleich starke Radfahrer fahren gegeneinander. Und man kann dann auch wieder verschiedene Stärken wählen. Also ich fahre 500 Meter, 1 Kilometer, 2 Kilometer. Oder ich fahre 10 Kilometer, 50 Kilometer, 20 Kilometer. Also immer dort, wo die Leistung des Athleten ist, dort kann man ihn einsetzen. Also das Radfahren gibt es seit 2000 bei Special Olympics. Es ist eines mit der ersten Sportarten, die Special Olympics Liechtenstein angeboten hat. Und wir starten immer Ende April, Anfang Mai in die Radsaison. Und die Radsaison endet Ende September. Und wir trainieren jeden Montag von 17.45 Uhr bis 19.15 Uhr. Und wir haben im Deutschen sind immer 14, 15 Athleten und wir trainieren in verschiedenen Leistungsgruppen. Also wir haben welche dabei, die auf dem Dreirad unterwegs sind und wir haben aber welche dabei, die am Slow-Up fahren. Also wir haben wirklich volle Bandbreite, wo Athleten bei uns sind. Und was natürlich immer schön ist, dass viele junge Athleten bei uns das Radfahren lernen. Oder sie kommen zu uns, können nicht Radfahren, wir fangen mit dem Roller an und brauchen ein bisschen Geduld und dann irgendwann können sie Radfahren und das Schöne ist dann, dass sie dann halt mit ihren Familien dann auch zu Hause Radfahren können. Also ich bin seit 2012 im Langlaufteam dabei und habe am Anfang langes Langlaufen gemacht und dann habe ich irgendwas gesucht, was ich gerne im Sommer mit den Athleten noch machen würde und dann ist natürlich das Radfahren naheliegend und bin am Anfang einfach als normaler Trainer im Radteam dabei gewesen und seit 4 Jahren habe ich die Hauptkleidung im Rad. Und meine Aufgabe ist einfach, die Ausschreibung zu machen für die Radsaison, die Trainer zu organisieren, schauen, dass alle Räder funktionieren, den Transport zu organisieren und schauen, dass die Athleten Freude haben und einen Schritt nach vorne machen.
diese Saison haben wir wirklich viele Trainer, die betreuen tun. Wir können auch zwischendurch mal auswechseln. Wir haben viele langjährige Trainer dabei, die im Schwimmen oder im Skifahren dabei sind. Und der Patrick ist ab und zu mal bei uns dabei gewesen. Den kennen wir vom 1. Mai, vom Radkriterien, wo wir immer dran teilnehmen. Und es ist wirklich ein tolles Team. Und die Athleten kennen die Trainer und die Trainer kennen die Athleten. Wir sind wirklich eingespielt. Das Radfahren ist natürlich ein sehr, sehr traditioneller Sport im ursprünglichen Sinn. Oder? Ich sage jetzt mal, früher hat es Fußball, Leichtathletik, Radsport gegeben in erster Linie. Und die Leute sind natürlich da, wenn es ein sportliches Event gegeben hat, sind sie immer dabei gewesen, sind die Leute immer geschaut gegangen. Und daher hat es dann auch immer gute Radfahrer gegeben, Liechtenstein. Also der erste war der Radov Heb und dann die Hermanns und dann der Klavadetscher und der Ewald Wolf und wir die alle Kassen haben. Wir waren auch noch eine gute Gruppe. Und mittlerweile ist es natürlich so, jetzt gibt es einen Haufen Sportarten, gibt es Hunderte oder so fast. Und das verteilt sich einfach so ein bisschen. Das der Talent verteilen sich auf einen Haufen Sportarten, das ist halt ein bisschen schade. Aber wir sind jetzt der Verein, wir sind eine gute Gruppe und bringen es immer nachher, das Rennen zu machen. Und ich bin froh, dass es da noch mal was Neues gibt mit den Special Olympics. Also es ist wirklich, es hat unser Event sehr bereichert, das muss ich sagen. Wir werden nächstes Jahr, denke ich, wird das erste Mai-Kriterium wieder stattfinden. Also wir wollten so höher wieder machen, aber wenn wir nicht können planen können. Wir machen das Rennen in erster Linie für die Leute. Und wenn wir keine Leute haben, brauchen wir kein Rennen machen. Und es wäre natürlich super, wenn ihr dann nächstes Jahr wieder dabei seid vom Special Olympics. Also, freuen wir uns eigentlich drauf. Es ist eigentlich fest im Plan jetzt schon drin. Mitmachen in der Radabteilung ist ab 8 Jahren möglich. Im nächsten Fokus, anlässlich 20 Jahre Special Olympics Liechtenstein, stellen wir Ihnen die Abteilung Lauftraining vor.